Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal die neuen Secrets in Brookhaven. Und ja, was alles Neues dazugekommen ist, seht ihr auf jeden Fall gleich nach dem Intro. Und ich hätte gesagt, Intro ab! So Leute, als erstes haben wir hier auf jeden Fall die neuen Häuser. Und zwar, wenn ihr jetzt hier ein Haus spawnt, gibt es jetzt als neue Häuser einmal dieses Haus hier unten und dieses Haus. Bei diesem Haus kann ich euch leider keine Secrets zeigen. Ich weiß auch nicht, ob es da welche gibt, weil ich kein Premium habe. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass es bei diesem Haus hier Secrets gibt und ich die auf jeden Fall euch zeigen kann. So, wir müssen kurz warten, bis dieses Haus gespawnt ist und dann können wir auch gleich rein. So, das erste Secret, was es auf jeden Fall hier gibt, ist, dass man sich hier fast überall verstecken kann. Also man kann hier zum Beispiel in den Kamin rein, man kann hier auch zum Beispiel, wenn man oben im Bad ist, hier sich in der Wand verstecken oder in der Wand. Und was auf jeden Fall auch richtig cool ist, wenn man sich jetzt hier in den Kleiderschrank stellt, dann dahin geht, dann fällt man hier automatisch durch diese Öffnung hier in die Garage und das gibt es auf jeden Fall hier auch so als ja kleine Secrets. Hier haben wir hier auf jeden Fall auch noch ja so eine kleine Abstellkammer, ist auf jeden Fall auch ganz cool. Und was das Special von dem ganzen Haus ist, Leute, ist der magische Aufzug. Und zwar müsst ihr dazu einfach eure Kamera hier hochdrehen, dann hier die Klappe drücken oder ja auf dieses Feld, wo es euch angezeigt wird, und dann fährt dieser Aufzug oder dieser Art, ja, Lift nach unten und ihr könnt draufsteigen und könnt hochfahren. Und da ist auf jeden Fall auch der Tresor des Hauses. Ich zeige euch das Ganze kurz, also einmal draufdrücken, dann hier schnell draufspringen, dann wird man nach oben gefahren und dann ist hier auf jeden Fall der Tresor und man kann ihn hier auf jeden Fall auch aufmachen und man hat das Geld in der Hand. Perfekt. Ist auf jeden Fall ganz cool gemacht und ein cooles Versteck für den Tresor. So, dann, was es hier auf jeden Fall auch noch cooles gibt, ist hier so irgendwelche drei Spitzfarben-Dinger, ich weiß nicht, wie man die nennt. Auf jeden Fall nehme ich die mal mit und wenn ich die jetzt mitnehme, zeige ich euch auf jeden Fall gleich noch das nächste Secret, was neu dazugekommen ist. Und zwar, wir müssen jetzt hier wieder runterkommen, einfach wieder hier drauf drücken, dann fährt man hier runter und wir gehen zu dem nächsten Secret. Und zwar ist das gleich hier nebendran. Ich habe mein Haus perfekt neben der Kirche gespawnt. Wir müssen nämlich hier oben auf die Kirche drauf. So, erstmal hier eine Leiter spawnen, dass wir hier hochkommen. So, hier drüben eine Leiter spawnen oder kommen wir schon so aufs Dach? Ich weiß nicht. Ja, wir kommen schon so aufs Dach. Dann können wir uns die Leiter spawnen auch lassen. Dann drückt man hier einmal auf den Pfeil drauf. So. Dann, Leute, was ihr dann machen müsst, ist hier einfach auf diesen Button zu drücken. Und dann kommt ihr magischerweise hier oben hin. Ihr seid auf einmal hier oben. Und habt ihr gesehen, diesen Effekt? Da komme ich dann so strahlen, Leute. Das ist auf jeden Fall richtig mysteriös. Müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ihr braucht dazu auf jeden Fall diesen Dreispitz-Dingsterbums, wie auch immer man das nennt. Und ihr müsst auf jeden Fall das machen mit der Kirche, was ich euch gesagt habe. Es waren ja, wie schon gesagt, hier unten gerade diese drei Streifen. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Vielleicht finden wir das irgendwann später mal heraus. Aber das ist das auf jeden Fall jetzt auch neu in Brookhaven. Und ein richtig cooles Secret, was ihr bestimmt noch nicht kanntet. Ist auf jeden Fall schon sehr krass, finde ich. Dann, Leute, was auch noch neu dazugekommen ist, ist hier bei dieser Polizeistation, dass jetzt die Häftlinge einen, ja, Freigang haben. Das heißt, dass die Häftlinge jetzt hier Basketball spielen können. Und zwar, sie haben hier einen Basketballplatz bekommen. Ist auf jeden Fall richtig cool. Hier kann man das Ganze auch abschließen. Ist auf jeden Fall cool gemacht. Und ja, früher war hier ja eine Wand, was die meisten ja von euch wissen. Und jetzt kann man hier einfach, ja, Basketball spielen, wenn man Häftling ist auf jeden Fall richtig cool gemacht. Was ich bloß ein bisschen merkwürdig finde oder verwunderlich, dass das Ganze gleich hier neben den Kindergarten gebaut worden ist. Weil, ja, so perfekt ist das, finde ich nicht, dass gleich neben dem Kindergarten ein Austritt für Gefangene ist. Ist nicht so praktisch, aber ja gut, das ist das Einzige, was man hier meckern könnte. Der Rest ist auf jeden Fall richtig cool. Jetzt zeige ich euch noch, Leute, wo ihr auch noch einen Dreispitz herbekommt, wenn ihr zum Beispiel das Haus nicht spawnen wollt. Und zwar geht ihr hier einfach zu dem See und da hinten liegt dann auch noch mal so ein Dreispitz-Ding. Ist auf jeden Fall ganz cool und dann habt ihr den halt auch. Dann müsst ihr nicht unbedingt das Haus spawnen. So Leute, das soll es auch auf jeden Fall gewesen sein mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall noch mal eine positive Bewertung da. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dass ihr keine weiteren Videos mehr verpasst oder auch keine weiteren Livestreams, weil die meisten wissen ja, dass ich eher ein Streamer bin
bin, anstatt ich Videos mache. Deswegen, ja, wenn ihr den Livestreams dabei sein wollt, auf jeden Fall, wie schon gesagt, gerne abonnieren, Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr Benachrichtigungen. Und ja, dann hätte ich gesagt, Leute, das war's. Haut rein. Ciao, euer Action Wolf.